Es ist ja schon faszinierend, was so eine Akupunkturnadel für eine Wirkung hat. Nicht nur, dass sie piekst, nein, in der traditionellen chinesischen Medizin ist sie nur eine Therapieart, um Hunde zu behandeln. Und somit herzlich willkommen zu Hamburg und seine Hunde. Mein heutiger Studiogast Kirsten Zander ist Tierheilpraktikerin und sie hat sich das als Ziel gesetzt, Hunde ein glückliches und vor allem beschwerdefreies Leben zu geben. Herzlich willkommen, Kirsten. Hallo. Hallo. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja. Wie ich schon gesagt habe, bist du Tierheilpraktikerin. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, das war eigentlich relativ früh schon klar. Wir hatten früher viele Tiere, mit Tieren groß geworden. Und als mein Westfalen Terrier, der war an sich immer sehr anfällig, was so Krankheiten anging. Wir waren jahrelang nur mal beim Tierarzt mit diversen Diagnosen und irgendwann dann mal beim Tierheilpraktiker. Und da war das eigentlich auch direkt klar, das will ich machen. Das passt irgendwie zu mir. Und ja, mit Mitte 20 habe ich dann irgendwann angefangen, den Weg zu beschreiten. Ist Tierheilpraktika oder beziehungsweise die Methode eine Methode oder eine Alternative zur Schulmedizin? In einigen Fällen ja, in vielen Fällen ja, aber nicht in allen. Also chirurgische Eingriffe zum Beispiel lassen sich natürlich nicht ersetzen mit alternativen Therapieverfahren. Aber ich denke, es lassen sich trotzdem viele, viele Sachen damit ja schon im Vorfeld abfackeln oder man kann eben ganzheitlich therapieren und guckt sich eben das gesamte Individuum an und bekommt das so auch gut in den Griff. Also würdest du sagen, es ersetzt nicht die Schulmedizin, sondern man arbeitet fest zusammen? Also es kommt darauf an, es ergänzt sich zum Teil sehr gut und in vielen Fällen ersetzt es aber auch tatsächlich die Schulmedizin, weil also gerade was die Palliativtherapie angeht, also schmerzlindernde Therapieverfahren, da kommt man mit Akupunktur tatsächlich sehr weit, aber auch was chronische Geschichten angeht, chronische Durchfälle, Magen- und Darmerkrankungen oder systemische Erkrankungen, da kann man dann eben auch auf anderem Weg alternativ auch sehr gut behandeln und muss in dem Moment eben auch nicht Cortison und Antibiotikum und diese ganzen Sachen eben, ja. Du hast es wahrscheinlich auch schon mal selbst erfahren, wenn du sagst, du bist Tierheilpraktikerin, rumpfen manche so mit der Nase und sagen, ach, was ist das denn für ein Hokuspokus? Ja. Woran liegt das? Ich glaube, die meisten können damit gar nichts anfangen. Das ist so das Problem. In der Humanmedizin setzt sich das ja jetzt eigentlich erst so nach und nach durch, dass die Leute umdenken und gerade bei chronischen Prozessen, die sind austherapiert, dann sagen die Ärzte irgendwann, probier doch mal das und das. Die Krankenkassen übernehmen mittlerweile viele Therapieverfahren im humanen Bereich, ob es Akupunkturbehandlung, osteopathische Behandlung oder homöopathische Behandlung sind. Auch noch nicht alle, aber da findet eben Umdenken statt. Und ich denke, dass die Besitzer, die in dem Moment die Behandlung in Anspruch nehmen, dann auch beim Tier umdenken. Und ja, und die letztlich dann eben auch beim Tierheilpraktiker sind. Das sind ja häufig austherapierte Tiere, wo eben normale Behandlungsmethoden eben nicht mehr helfen. Und die landen dann bei uns. Und genau. Aber ich denke, die Leute, die das eben für Hokuspokus halten, die haben sich damit noch nie wirklich auseinandergesetzt und würden in ihrem Fall dann eben solche Therapieverfahren auch nicht in Anspruch nehmen. Und wahrscheinlich hast du dann den einen oder anderen schon überzeugen können. Mhm. Wie du ja schon gesagt hast, man arbeitet mit dem Tierarzt und mit der Tierärztin ja zusammen. Gerne. Das ist ja auf jeden Fall kein Ersatz. Mhm. Wann suchen die Leute dich auf? Also was ist der meiste Behandlungsgrund? Also meistens sind es wirklich chronische Erkrankungen. Das sind oft Erkrankungen im Bewegungsapparat, HD, Arthrose, Bandscheibenvorfälle. Die Tiere sind austherapiert, die kriegen starke Schmerzmedikamente vom Tierarzt und meistens wollen Besitzer davon runter und suchen deswegen nach alternativen Wegen, weil dadurch Niere und Leber und diese ganzen Organe ja auch schwer belastet werden. Ja, chronische Durchfälle, also Magen- und Darmerkrankungen häufig oder Erkrankungen wie Epilepsie, Allergien, Autoimmunerkrankungen, wo die Schulmedizin schwer rankommt. Wir im Übrigen, also gerade was Allergien angeht, das ist auch nicht einfach mal so weggezaubert, aber man guckt sich eben das ganze Tier an. Das sind meistens systemische Erkrankungen, die sich aufbauen über viele Jahre und wo wir eben auch wirklich probieren, die Wurzel zu finden.
Und das ist eben mit den Alternativverfahren schon eher möglich. Also man behandelt nicht nur das Organ, sondern guckt sich alle Organe an, guckt sich die Seele an, also die Emotionen, und ja, erstellt dann eben in meinem Fall ein Disharmoniemuster und probiert das eben ganzheitlich dann auch zu therapieren. Ja. Mhm. Das heißt, du schaust dir den Hund als erstes im Ganzen an, also untersuchst ihn wirklich von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze einmal komplett durch. Also letztlich schon. Als allererstes stellt man ja eine Anamnese und da hört man sich natürlich auch die ganze Vorgeschichte an, auch schulmedizinische Vorberichte, Befunde nimmt man natürlich alle mit auf und dann erstellt man eben seine eigenen Befunde. Ne? Und genau, also das ist so der Weg. Ich hatte es zu Beginn ja gesagt, die Akupunktur ist ja eine Therapieart der traditionellen chinesischen Medizin. Woher kommt das? Also woher kommt die traditionelle chinesische Medizin? Wie alt ist sie? Ja, schon ziemlich alt. Also man munkelt so 4.000 bis 6.000 Jahre tatsächlich schon. Und das Spannende ist eben, das hat sich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Wir haben früher angefangen mit irgendwelchen Steinnadeln und Bambussplittern, die Akupunkturpunkte zu bearbeiten. Und mittlerweile ist man eben bei diesen feinen Nadeln gelandet, aber letztlich hat sich das eben immer weiterentwickelt und aufgrund von Erfahrungswerten wurde da eben ein richtiges System irgendwie auf die Beine gestellt, was, ja, was wirklich Hand und Fuß hat in meinen Augen und wo man sich aber auch ganz rein fühlen muss und um der traditionellen chinesischen Medizin auch überhaupt gerecht zu werden und das eben auch chinesisch zu betrachten. Also halb und halb geht's nicht. Also man muss, wenn dann schon sagen, sich ganz drauf einlassen, eine chinesische Diagnose stellen und ein chinesisches Therapiekonzept auf die Beine stellen. Die Akupunktur war ja nur eine Therapieart. Mhm. Welche gibt es noch? Chinesische Kräutermedizin, das kombiniere ich auch meistens sogar miteinander. Also gerade wenn man etwas auffüllen will, also von außen eben einen Qi-Mangel hat, einen Blutmangel hat, das heißt, dass man in dem Moment auffüllen muss und da greife ich gerne auf chinesische Kräuter zurück, erstelle eben eine Rezeptur und mit der Akupunkturnadel arbeitet man eigentlich mit dem Qi, was im Körper zur Verfügung steht und, ja, und schickt das eigentlich im Körper herum oder löst Blockaden, ja, Blut, Qi, genau. Das heißt, man kann sie zusammen anwenden und wie lange dauert so eine Anwendung bzw. ein Behandlungszeitraum? Das kommt wirklich auf die Erkrankung drauf an. Ne? Also gerade im Bewegungsapparat sieht man eigentlich die ersten Erfolge meistens schon irgendwie in den ersten Wochen. Wenn das tiefgreifendere Sachen sind, die eben auch sich lange aufgebaut haben, dann ist man da auch schon ein bisschen länger mit zugange, auch manchmal bis zum halben Jahr. Manchmal auch noch länger bei Allergien, aber es ist ganz unterschiedlich. Das kann man so jetzt gar nicht direkt sagen. Ab wann sagst du, ich kann diesen Hund nicht behandeln? Also muss man ein Mindestalter haben oder kann man schon einen Hund mit 10 Wochen oder einen Welpen mit 10 Wochen mit zu dir kommen? Nein, also ganz junge Tiere, da gibt es zum Beispiel einige Punkte, die man wirklich umgehen sollte bei ganz alten. Also man muss da eben mit den Qi-Reserven arbeiten und bei ganz jungen und bei ganz alten Tieren ist das eben vom Verhältnis her immer noch nicht so ganz ausbalanciert. Also von daher, da kommt man wahrscheinlich dann doch mit Mischungen weiter. Aber es gibt da auch, ja, auch Punkte, mit denen man da in dem Moment auch arbeiten kann. Oder man weicht halt eben noch auf alternative Verfahren aus. Eine Moxa-Behandlung, das ist auch eben ein Teilaspekt der chinesischen Medizin. Das könnte man halt auch gerne bei einem ganz alten oder bei einem ganz jungen Tier anwenden. Magst du mal kurz erklären, was der Zuschauer unter Moxa-Behandlung versteht? Ja, das ist Moxibustion. Also da, das ist eigentlich Beifußkraut, was meistens so aufgerollt wird zu einer Zigarre und das zündet man dann eigentlich beim Tier, also am Tier, beim Menschen auf so kleinen Beifußkegeln auf der Haut an, also auf den Akupunkturpunkten und bringt damit eben ganz viele Wärme irgendwie in den Organismus rein. Also man hat ja oft auch einen Yang-Mangel oder einen Ying-Mangel und das hat dann auch viel mit Wärmemangel oder Kältemangel zu tun und dadurch führt man in dem Moment eben bei einer Kälteerkrankung würde man eben auch Tiefwärme eben in den Organismus bringen. Ich glaube, du wirst mir zustimmen, wenn man sagt, ein gesunder Hund braucht auch ein ausreichendes Futter und Bewegung. Bewegung ist immer ja so ein Thema, liebe Zuschauer, wir wissen es ja selber. Wir haben einen Hund, der muss auch bei Regen raus. Okay, das ist dann eine Ausrede. Der Gang wird einmal ein bisschen kurz, der Gassigang. Aber auch manchmal ist es ja auch so, dass man selber gar nicht rausgehen möchte. Und da liegt es doch sehr nah, eine Lösung für beide zu finden. Das heißt für Zweibeiner und Vierbeiner. Lydia Ulbrich von Fit mit Hund bietet dies an in ihrem Programm. Schaut selbst.
So, ihr Lieben, ich habe mich schon mal warm gelaufen. Ich bin nämlich heute verabredet mit Lydia Ulbrich von Fit mit Hund. Was heißt, ich bin verabredet? Mir und ich sind verabredet. Wie der Name schon sagt, ist es ein Fitnessprogramm für Besitzer und Hund. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich bin nicht so ganz die Sportliche, auch wenn das eben sehr elegant aussah. Deshalb schauen wir mal, wie oft ich dann aus der Puste komme. Mir wird es mit Bravour meistern und daher bin ich mal gespannt, was uns gleich erwartet. Weiterziehen die Knie zur Brust und drehen dabei den Oberkörper nach rechts und links. Na komm. Hallo. Hallo. Ich habe leider keine Hand frei. Alles gut. Ich mach's Hallo Lydia. Ich bin Lydia, genau. Hallo. Bevor wir starten, muss ich auch was erzählen, das ist in Ordnung. Ja. Würde ich dir gerne noch diesen Jogginggurt geben. Wir benutzen die ja ganz gerne, weil das super ist. Das verteilt so ein bisschen die Last an dir quasi. Sie zieht jetzt wahrscheinlich nicht so doll und sie ist auch nicht so groß. Ja. Aber das ist super für deinen Rücken. Sind wir beide jetzt perfekt oder würdest du noch was bei uns ändern? Also perfekt würde ich nicht sagen. Es ist super, dass sie ein Geschirr anhat. Ich würde aber immer dazu raten, wirklich ein richtiges Zuggeschirr zu kaufen. Es gibt die auch in unterschiedlichsten Varianten. Es gibt kürzere, es gibt diese langen. Wichtig bei denen ist einfach, dass die nirgends einschneiden. Die sind in der Regel auch gepolstert ein bisschen. Ist jeder Hund dafür geeignet, für Fit mit Hund? Grundsätzlich ist jeder Hund geeignet. Es ist aber so, wir haben ja ein sehr breites Programm. Ich würde zum Beispiel Hunden sehr kleiner Rassen oder auch sehr kurzbeiniger Rassen nicht empfehlen, aktiv im Zughundesport zu arbeiten. Dafür sind sie einfach anatomisch nicht gebaut. Die können dann aber in andere Kurse ausweichen. Und welches Programm hast du heute für uns ausgesucht? Heute gehen wir eine kleine Runde walken, ungefähr 4 Kilometer. Werden zwischendrin 4 Fitnessstops machen, wo wir zusammen mit dem Hund Übungen machen. Vorher machen wir ein kleines Warm-up, hinterher ein kleines Cooldown. Ja. Warm-up ist einfach für den Menschen gut, die Muskeln werden gelockert. Der Hund darf erstmal noch ein bisschen Blödsinn machen, rechts und links schnuppern. Da ist für die Hunde auch noch völlige Freiheit. Und danach geht es dann quasi los. Lass uns langsam angehen. Dann haben wir die erste Übung geschafft, dann gehen wir jetzt ganz normal weiter. Ja, jetzt haben wir hier einen Abschnitt mit Sand. Lydia ist schon auf der anderen Seite. Und wir wollen jetzt einmal hier rüber joggen. Sehr schön. Wie wichtig ist das, die Pause zwischen Übungen? Also normalerweise, wenn es jetzt nicht so warm ist, dann gehen wir die 4 Kilometer auch durch. Das schaffen die Hunde ohne Probleme. Je mehr man die Hunde trainiert, desto mehr Strecke schaffen sie auch am Stück ohne Pause. Bei dem Wetter ist es aber unbedingt sehr, sehr wichtig. Also entweder man nimmt sich was zu trinken mit für die Hunde oder wie hier praktischerweise hat man gerade mal einen See. Wir begeben uns in die Liegestützstellung. So, genau, den Hund quasi direkt, Nelly, sitz, vor uns absetzen. Das heißt, der Hund soll einen angucken? Richtig, genau. Der Hund schafft es leider nicht länger als 3 Sekunden. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserer dritten Übung. Und zwar setzen wir die Hunde jetzt hintereinander alle auf den Weg. Abstand so 1-2 Meter um und bei. Die Hunde sollen sitzen bleiben. Wir entfernen uns dann wieder von den Hunden erstmal. Ziel ist es, dass wir nacheinander alle auf einem Bein um die Hunde rumhüpfen. Und bleib, bleib, bleib. Super! Das war echt cool, ja. Wie fährt man? Hart, das ist auch schön. Ja, okay. So, wir kommen dann jetzt zu unserer letzten Übung für heute. Der Hund wird durch das Bein durchgelockt. Da hat sie jetzt wieder einen Vorteil, weil sie schön klein ist. Okay. Der Hund wird bei jedem Schritt durch die Beine durchgelockt. Und wir gehen, ja, je nach Hund, wie gut es klappt, so 5 bis 10 Schritte und bei jedem Schritt den Hund einmal einfach durchlocken. Lydia, wir haben es geschafft. Ich kann es ja gar nicht glauben. Haben wir uns ganz wacker geschlagen? Habt ihr super gemacht. Also ich bin stolz auf euch. Sowohl das Laufen als auch das Ziehen hat super geklappt und die Übungen sowieso. Also
ja, Hut ab. Habt ihr gut gemacht fürs erste Mal. Vielen, vielen Dank. Aber ich habe auch schon, die eine oder andere Übung kann man definitiv im Alltag mit einbauen. Und ja, wenn wir wiederkommen, dann will ich natürlich auch was präsentieren. Deshalb, gerade die Kniebeuge waren schon interessant und ich weiß auch schon, an welchem Ort wir sie kombinieren können mit unserem Gassigang. Yin und Yang, das klingt ja wie Fix und Foxy, finde ich, Arne. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Yin und Yang, das sind zwei Begriffe, zwei Begrifflichkeiten aus der chinesischen Philosophie. Und am besten kann man die beiden vielleicht erklären, indem man die taoistische Monade, die kennt, glaube ich, jeder, das ist dieser Kreis mit diesem schwarzen Aspekt und dem weißen Aspekt, wobei jeder Weiße auch noch einen schwarzen Punkt drin hat und der schwarze einen weißen Punkt. Und das beschreibt die Sache eigentlich ganz gut, weil die beiden in einer ständigen, wechselseitigen Dynamik zueinander stehen. Das eine geht in das andere rüber, drüber, so wie Tag und in die Nacht übergeht und genau, innen, außen, oben, unten. Das sind zwei Kräfte, die wechselseitig agieren und das eine kann ohne das andere nicht existieren. Und wenn das eine im Übermaß vorhanden ist, dann haben wir ein Problem im Körper und dann entsteht Disharmonie und Krankheit letztlich auch. Und deswegen probiert man im Körper oder der chinesische Arzt oder Therapeut oder wie auch immer probiert zu ermitteln, welches Yin oder Yang betroffen ist, weil jedem Organ wird ein eigenes Yin und Yang zugeordnet. Jeder Struktur, jedem Gewebe und da probiert man eben rauszufinden, wo die Disharmonie liegt und darauf baut man dann eben auch sein Behandlungskonzept am Ende auf. Und welche Möglichkeit gibt es noch, um eine Diagnose zu erstellen? Ja, dann gibt es noch die Theorie der fünf Handlungsphasen. Fünf-Elemente-Theorie kann man beides sagen. Und bei der Fünf-Elemente-Theorie probiert man eigentlich alles irgendwie in diese fünf Elemente zu bringen. Also es gibt die Wandlungsphase Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser. Und jeder dieser Wandlungsphasen wird in dem Moment auch ein Organ, eine Emotion, eine Witterung, ein Geschmack, ein alles, was man so hat, eben zugeordnet. Und diese Wandlungsphasen erzeugen einander auch gegenseitig, kontrollieren einander gegenseitig. Und man könnte zum Beispiel emotional, es gibt auch so Typen in der chinesischen Medizin oder in dieser Wandlungsphasentheorie, zum Beispiel wird eben der Wandlungsphase Holz, die Emotion Zorn zugeschrieben oder Herz, übermäßige Freude. Milz ist eher so ein Grübler und so geht das dann immer weiter. Und diese Zorntypen zum Beispiel, die neigen dann eben auch zu anderen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel ein freundlicher Herztyp. Und das ist wie in der westlichen Medizin oft auch so. Und die bilden auch eher irgendwelche Krankheiten aus. Und genau, und man könnte zum Beispiel eben auch, wenn eins der Elemente in Fülle ist, dann weiß man, das Mutterelement davor, das kontrolliert das Kind eben nicht genug und würde dann eben wahrscheinlich auch über das Mutterelement eben das Kind therapieren und nicht direkt an das Kind gehen. Also, oder es gibt dann auch noch den Großmutter-Enkel-Kind-Zyklus und genau, das ist eben auch nochmal ein Erklärungsmodell, wo man eben alles in diese Wandlungsphasen fasst und danach eben auch eben die Therapie ansetzt. Ja, ich muss ja den Zuschauern gestehen, wir sehen uns ja nicht das erste Mal, Kirsten und ich. Ich war ja schon bei ihr in der Praxis gewesen, in Hamburg-Winterhude. Und war Yin und Yang und fünf Methoden-Theorie. Ich hoffe damit auch die Leute immer nicht so zu erschlagen, weil genau, ist irgendwann alles dann wieder rollen so auch alle mit den Augen. Und deshalb wollte ich mir selbst mal ein Bild davon machen. Und du hast ja auch ganz Erstaunliches über Mia rausgefunden. Was ist sie für ein Typ? Ja, also Mia ist vom Gemüt her eher so ein Lungentyp. Die sind auch immer so ein bisschen eigenbrödlerig. Mia ist ja nun auch total lieb und nett, aber es spielt nun auch nicht unbedingt gerne mit anderen Hunden. Ja, und ja, vom Krankheitsbild neigt sie immer so ein bisschen zur Wandlungsphase Niere auf jeden Fall und immer so zum Nieren-Yang-Mangel. Und das ist auch alles so ein bisschen an so eine Kälte, allgemeine Kältesymptomatik geknüpft. Und daraus können sich dann auch schon mal wässrige Durchfälle oder eben aber auch Nieren-Disharmonien, wie letztes Mal die ganze Pischerei, sowas in der Richtung kann sich dann eben ergeben. Und ja, genau. Also bei mir haben wir eigentlich so ein bisschen Chronisches. Die Baustelle ist eigentlich so die Wandlungsphase Niere bei ihr, ihre Blase. Ja, und das fand ich so faszinierend. Daraufhin hat mich ja Kirsten auch gefragt, wie sieht es mit ihrem Pipi-Machen aus? Und dann hat sie es wirklich an einem Festnäpfchen reingetreten. Und ja, Mia macht sehr, sehr oft Pipi. Also ich gehörte auch zu den Leuten, die vorher gesagt haben, Tierheilpraktiker,
Ist so ein Hokuspokus, ne? Mhm. Aber nein, also du hast mich definitiv von überzeugt und wir sind die Schwachstelle jetzt auch angegangen. Mhm. Du hast dir eine Mischung fertig gemacht und sie auch mit Akupunkturnadeln behandelt. Mhm. Also man kann auch verschiedene Therapiearten ja gleichzeitig anwenden. Ja, unbedingt. Mhm. Also muss man sogar, ja? Also meistens bestehen sogar verschiedene Muster nebenher, ne? Also man hat oft auch irgendwie 3, 4 Baustellen, die man dann eben in dieser Akupunkturbehandlung eben mit verschiedenen Nadeln und eben nachher auch mit der Kräutermischung dann auch behandelt und auch probiert zusammen zu behandeln. Klar, wenn ich eine ganz akute Symptomatik habe, probiere ich natürlich vordergründig die dann erstmal zu behandeln und nebenbei die Wurzel zu behandeln. Aber wenn es geht, dann wird eben alles auch gleichzeitig gemacht. Mhm. Kann man jetzt mit einer Behandlung, heilen ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür, weil es ja keine 100%ige Heilung weder in der Schulmedizin gibt. Zum Teil, aber oft ist es doch eine 100%ige Heilung nicht da. Muss ich dann nochmal wiederkommen mit mir oder sagst du so, mit einmal eine Therapie sind wir durch? Ja, also es geht ja immer darum, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit der Körper selber wieder in Lage ist, sich selbst zu heilen. Also darauf fußt irgendwo diese ganze Alternativmedizin und eben auch die TCM. Und kommt immer ganz drauf an, wie tief sitzend eben diese ganze Symptomatik schon ist. Und wenn die ganzen Sachen gerade erst in der Anfangsphase sind, also ich habe, man hat ja verschiedene diagnostische Möglichkeiten. Ich zum Beispiel mache ich auch immer eine Puls- und Zungendiagnose, drücke die Tiere in Ruhe ab über die Shumu-Technik. Das sind Zustimmungspunkte und Alarmpunkte, die ich dabei mit berücksichtige. Und gerade bei dieser Shumu-Technik kann man eben auch ganz zu Anfang schon sehen, wenn irgendein Meridian in der Disbalance ist, aber das noch gar nicht tiefer gegangen ist, könnte man das dann in dem Moment mit der Nadelung schon wieder beheben. Das Qi fließt wieder frei, Qi und Blut und die Körperflüssigkeiten. Und dann kann man das in dem Moment, bevor es sich überhaupt einschleift, präventiv schon behandeln. Und da würde dann für den Moment auch eine Behandlung ausreichen. Und alles andere muss man sehen. Also da ganz klar nach Absprache, Folgetermin vereinbaren oder ein Folgetelefonat. Und kommt wirklich auf die Erkrankung drauf an. Auf den Krankheitsgrad. Auch und unbedingt. Mhm, genau. Und du hast ja auch eine Therapieart, das ist ja die Ernährung. Die Ernährung ist ja auch ein großer Teil für einen gesunden Hund. Mhm. Sagst du generell da Trockenfutter oder dies oder machst du das auch abhängig von dem Hund? Also ein Stück weit abhängig vom Hund, obwohl ich wirklich pro BAFEN bin, das muss ich hier ganz klar sagen. Allerdings ist es gerade, weil ich betrachte das halt auch unter chinesischen Aspekten. Es gibt ja auch wirklich die chinesische Ernährungstherapie, wo man dann eben zum Beispiel eine Kälteerkrankung, damit will man natürlich in dem Moment Wärme in das Tier bringen. Und da gibt es eben auch alles, was man so zu sich nimmt, ob es eine Eiweißquelle ist, so wie Fleisch, verschiedene Hühnchen, Rind, Lamm und so weiter. Und die haben eben verschiedene thermische Ausrichtung. Also ein Rind ist meistens neutral, ein Lamm ist ganz heiß, Hühnchen ist heiß bis neutral und in dem Moment würde ich bei einer Kälteerkrankung dann auch gerne ein warmes Fleisch empfehlen. Allerdings, wenn ich eh eine Kältesymptomatik im Körper habe, würde ich Milchprodukte und eben auch verschiedene kalte Fleischsorten eben aussortieren. Ne? Trockenfutter ist im Allgemeinen nicht unbedingt das Futter, was ich empfehlen würde. Hm? Du hast ja zu Beginn erzählt, dass heutzutage ja auch die Kosten übernommen werden, zum Teil. Wenn man aber jetzt sagt, hier, wie ich meinen besten Freund ja am Anfang vorgestellt habe, kann man auch den Hund alleine akupunktieren? Sollte man das tun oder rätst du davon ab? Ich würde eher von abraten. Also man kann Glück haben, aber erstmal muss man die Punkte finden, davon mal ganz ab. Es gibt natürlich, kann man sich orientieren an Knochenvorsprüngen und so weiter und so fort. Und das kann man sich sicherlich auch anlesen. Allerdings liegen selbst diese Tiere beim Hund oder beim Menschen auch immer noch an unterschiedlichen Stellen. Da kann dann immer noch mal 1 Zentimeter weiter nach rechts oder nach links, nach oben oder nach unten sein. Und gerade an Gelenken muss man vorsichtig sein, dass man nicht irgendwie in die Gelenkkapsel gerät. Und würde ich nicht empfehlen, also das selber zu probieren. Also da kann man auch Mist mitmachen? Kann man wirklich Mist mitmachen oder man erwischt irgendwie ein Gefäß oder irgendwas. Ja. Und das sollte man schon gelernt haben, denke ich. Die Nachfrage nach Tierheilpraktika ist ja groß. Also auch nicht nur wegen den steigenden Zahlen der Hunde in den Haushalten, auch generell, ja, es ist ein Familienmitglied. Und auch viele Menschen gehen ja auch nicht zum Tierheilpraktiker, zum Heilpraktiker. Wie erkenne ich einen guten Tierheilpraktiker?
Ich glaube, das zeigt sich schon im ersten Gespräch eigentlich schon. Ne? Und man kann natürlich auch nachfragen, wie lange machen Sie das schon, wo haben Sie das gelernt und so weiter und so fort. Aber ich denke, wichtig ist eben auch, dass man trotzdem auch als Tierheilpraktiker nochmal über den Tellerrand guckt und sich eben auch die Befunde von dem Tierarzt nochmal geben lässt und das eben alles insgesamt mit reinbezieht. Ne? Und nicht jetzt sagt, so, ich mache jetzt nur noch Alternativmedizin, was ihr da vorher gemacht habt, ist mir ganz egal. Es ist natürlich wichtig, dass man trotzdem auch eine schulmedizinische Diagnose auch auf die Beine stellen kann. Und das kann man, wenn man es richtig gelernt hat. Gibt es eben auch gute und schlechte Akademien und einige, die das ein bisschen ernster nehmen. Und was man natürlich auch immer noch gucken kann, man kann gucken, ob die Tierheilpraktiker in einem Verband sind. Zumindest ist da dann eben der Schutz durch die Verbände oder durch viele, dass die auch abverlangen, dass man mindestens ein- bis zweimal im Jahr immer noch an Fortbildungen teilnimmt. Und ich denke, das ist allgemein wichtig, ob man nun Tierarzt ist oder Therapeut. Dass man sich regelmäßig fortbildet und auf dem neuesten Stand dann irgendwo auch bleibt. Ne? Und ja. Du hast jetzt eine Praxis. Ist das auch nochmal ein Aushängeschild für einen seriösen Tierheilpraktiker? Oder ist, ich weiß es nicht. Ich muss fairerweise sagen, also die meisten Tierheilpraktiker haben Fahrpraxen. Ich glaube aber auch, dass es aus einer Angst heraus irgendwie ist, dass man die Miete nachher nicht stemmen kann. Oder wie auch immer. Es ist schade, dass es immer noch so ein bisschen im Hintergrund ist. Im Humanbereich hat sich das wirklich schon etabliert, dass es feste Praxen gibt und auch TCM-Praxen und so weiter und so fort. Und bei den Tierheilpraktikern habe ich das Gefühl, die haben immer noch so ein bisschen, denken, sie müssten sich verstecken oder nur im Kleinen irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube, das ist eher ja, dessen zu geschuldet. Kirsten, ich muss leider sagen, vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank für diese informative Sendung. Liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, habt ihr mal wieder die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben an hunde@tidenet.de oder Kirsten Zander in ihrer Praxis in Hamburg-Winterhude zu besuchen. Ich bedanke mich wieder bei euch, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch noch einen schönen Resttag oder wenn ihr mich abends guckt, dann noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss, tschüss.